Sie wachen morgens auf und dann sehen Sie Plakate auf, Bürger zum Aufstand, wir schlagen den Feind. Es trat ein gewisses Chaos, leichtes Chaos, das immer größer wurde, ein. Und diese Chance nutzen wir vor allem, um uns zu bedienen an den Waffen, die hier zur Verfügung standen, meist sehr unkontrolliert. Und da handelte es sich vor allem um Eierhandgranaten, um Stielhandgranaten, um Gewehrmunition. Das haben wir in beträchtlichem Maße der Resistance zukommen lassen. Aus den geheimen Waffenlagern überall in der Stadt werden nun die Kämpfer ausgerüstet. Frauen und Männer schließen sich spontan der Resistance an. Hans Heisel und Kurt Helker machen den schwersten Schritt ihres Lebens. Sie desertieren und schließen sich der FFI an. Die FFI, die Force Française Intérieure, ist der Zusammenschluss aller Resistance-Einheiten. Kaum habe ich die Uniform ausgezogen, da haben die mich behandelt wie ihren eigenen Bruder. Die haben alles, was sie da hatten, zu essen oder so aufgefahren. Die haben mich dann betreut. Selbst im Moment der Befreiung war es noch nicht wirklich bekannt, dass es Deutsche in der französischen Resistance gegeben hat. Erst später, als es bekannter war, sind die Franzosen, die mit diesen Deutschen zu tun hatten, wie unsere Kameraden, sie sind gute Freunde geworden. Denn eine solche Entscheidung getroffen zu haben, das war trotz allem sehr außergewöhnlich. 19. August 1944. Am frühen Morgen bricht der Aufstand los. Wir haben sofort Positionen bezogen. In dem Zwischenstock, den ich hier zeige, hinter Sandsäcken gelegen und mit Waffen ausgerüstet, um abzuwehren eventuelle Angriffe der durchflutenden, geschlagenen Wehrmachtsangehörigen, die aus der Normandie kamen. Und alle waren bereit und haben geholfen, das Haus mit Hilfe von Barrikaden zu schützen. Die Resistance war dabei, dieses Palais zu stürmen. Und ich war beauftragt, mit der weißen Fahne einen Augenblick abzuwarten, wenn die Schießerei aufgehört hat. Es war eine ständige Beschuss von beiden Seiten. Irgendwo lag ich in der Deckung. Ich wartete einen Augenblick ab, um dann mit der weißen Fahne rüberzugehen, um dann mit den Offizieren zu verhandeln, aufzugeben, möglichst ihre Sprengungen, die sie wahrscheinlich vorbereitet haben, zu unterlassen. Letzten Endes haben sie auch gestürmt und den Palais erobert und den größten Teil der Deutschen, die da verschanzt waren, auch gefangen genommen. Les camarades allemands que j'ai connus. Die deutschen Kameraden, die ich während der Besatzung und in der Resistance kennengelernt habe, waren sehr brüderlich. Und sie haben uns viele Dinge über das politische Regime in Deutschland erzählt, von denen wir nichts wussten. Unser nationaler Kampf war ein internationaler Kampf gegen Faschismus geworden. Ich erinnere mich an einen Soldat, der seinen Bauchschuss bekommen hatte, da lag und nur nach Wasser geschrien hatte, vollkommen bleich im Gesicht. Also das werde ich nie vergessen. Und mir tat er irgendwie auch leid, ne? Dass es die Soldaten noch im letzten Augenblick ihr Leben hergegeben haben, obwohl sie es doch wissen mussten.
dass alles hoffnungslos, der Krieg für sie längst verloren war. Am 25. August 1944 sind die Kämpfe in der französischen Hauptstadt beendet. Tagelang liegt Paris im Freudentaumel. Paris befreit sich selbst. Und diese Selbstbefreiung, dieses Gefühl, das ist etwas, was ich in meinem Leben nie vergessen werde. Ein Volk, das sich selbst erhebt und ihre Barrikaden baut und kämpft und ihre eigene Stadt säubert. Es wurde handgreiflich bekannt gemacht und wir waren Kronzeugen der Tatsache, was hinter den großen Worten der französischen Revolution, Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit bestand. Nicht? Das haben wir praktisch miterlebt, besonders durch die Solidarität der Franzosen. Wir waren ja befreit, wir hatten alle überlebt, das muss man sich mal vorstellen. Wir waren ja alle mit einem Fuß im Jenseits. Und nun lebt man. Die gesamte Tätigkeit war gut. Und selbst wenn ihre Wirkung sehr beschränkt war, es war ein ganz kleines Rädchen in diesem riesigen Maschine, die notwendig war, um die Barbarei unserer Zeit niederzuwerfen. Das Wenige, das man von dieser Zeit behalten konnte, ist, dass es viele Deutsche gab, die deutsch waren, die ihr Land liebten, aber die keine Nazis waren. Meiner Meinung nach wollten sie vor allem gegen diese Diktatur kämpfen. Und dafür haben sie, wie alle anderen auch, die gegen die Nazis waren, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Wege genutzt. Und in Frankreich war das die Résistance. 14. Juli 1994, französischer Nationalfeiertag. Fast 50 Jahre nach der Befreiung von Paris fahren wieder deutsche Panzer über die Champs-Élysées. Es sind Panzer der Bundeswehr, die als Teil des neu geschaffenen Eurokorps an der Parade teilnehmen. Noch nie war eine ausländische Armee zu den Paraden am Nationalfeiertag eingeladen. Und das erste Mal, wo das passiert, sind dies just die Deutschen. Und dann auch noch da, wo die Nazis marschierten. Diese Panzer dort zu sehen, das ist unannehmbar für die Familien der Erschossenen. Der französische Staatspräsident Mitterrand hatte auch die deutschen Kämpfer aus der Resistance eingeladen. Bundeskanzler Helmut Kohl hat das verhindert. Und Kohl hat sich über das Außenministerium an Frankreich übergeben gesagt, also diese Liste ist mir bekannt, es handelt sich aber um Linksextremisten, um Kommunisten und ich bin dafür, die nicht einzuladen. Peter Gingold, Kurt Helker, Gerd Leo und all die anderen bleiben bei den Feierlichkeiten ausgegrenzt. Stattdessen haben nach dem Krieg oft die alten Traditionen wieder Konjunktur. Ich kann mich ja noch gut erinnern, in der Nachkriegszeit, Ritterkreuzträger, die hatten eine eigene Vereinigung. Im Kalten Krieg waren wir wieder die Feinde. Es hat sich ja alles erst nach der 68er-Revolte, so, wo da alles mal die Vergangenheit aufgelockert worden ist und man sich zumindest zur formalen Erleuchtung durchgerungen hat, dass der Faschismus ein Verbrechen war. Anders in der DDR. Einige Resistance-Kämpfer werden dort als Antifaschisten gefeiert, andere werden von der Stasi als Westagenten diffamiert. Der Grund: beim Befreiungskampf hatte die Resistance die Hilfe westlicher Geheimdienste in Anspruch genommen. Einige von uns sind von ihren Funktionen entfernt worden, ja, sind verdächtigt worden, andere sogar verhaftet worden und saßen zum Teil jahrelang in Gefängnissen. Es gab also größtes Misstrauen gegenüber den Mitgliedern der Westemigration.